Okay. Ja, und ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Farmerama. Ja, ich habe hier mal 9 Bäume aufgestellt von 3 verschiedenen Rätselbäumen. Also einmal gr dreimal Grönland, dreimal Korsika und dreimal Tortuga. Mal sehen, was daraus wird. Ja, also es dauert jetzt noch gut über 4 Stunden, bis das fertig ist. Ja, also so lange werde ich euch nicht drauf warten lassen. Also, bis gleich. Für mich wird es ein bisschen später sein. Also, bis gleich. Euer DJ Pautchen. Ja, und da bin ich auch wieder. So. Die Bäume sind ausgewachsen. Mal sehen, was erstmal bei den Tortuga-Dingern rauskommt. Hoffentlich das, was ich brauche. Na, Achache brauche ich auf jeden Fall. Ja. Affenbrotbaum. Okay. Haben wir schon ein paar, ein, zweimal. Was kommt hier raus? Erstmal warten. Und warten. Und warten. Und warten. Paranuss. Okay. Jochitabi. Die da, die. Die da, die da, die da. Pistazie. Okay, das waren die Tortuga-Dinger. Jetzt kommt Korsika dran. Hoffentlich bekomme ich da einen guten Baum raus, den ich noch nicht habe. Okay, den habe ich eigentlich schon. Flammenbaum. Ja, und seit dem, was soll ich noch sagen, 30.9. existiert kein Fantasy-Rama mehr. Granatapfelbaum, XL, okay. Keine besonderen Bäume hier raus. Okay. Ach, jetzt kommen wir zu Grönland. Ich hoffe, da bekomme ich den Achachi raus. Wieder ein Paranuss. Oh. Und diesmal nur die XL-Fassung. Also das sind Bäume, die habe ich nur aus Events gewonnen. Wieder ein Affenbrotbaum. Oh. So, dann will ich mal gucken, was dann aus dem Baum wird. Okay, kein neuer Baum. Dann war's das erstmal. Dann reißen wir die ab. Okay. Tak, 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 tak. Das war das. Schmeißen die drauf. Tack. Und sitzen einfach normale Pflanzen drauf. Ananas kann man immer gut gebrauchen. So, dann gucke ich mal, was bei dem hier los ist. Ah, kann ich auch schon alles abernten. Gut. Ja. Pfingstrosen baue ich jetzt mal kurz an. Und nochmal Pilze. Man weiß ja nie. Also, ich kann euch sagen, was habe ich denn so an Rätselbäumen? Bei diesem Account. Bei dieser Farm hier. Oh, da habe ich. Ich gebe nur mal Rätselbaum ein. Da habe ich Mekong. Da kann man einen Sanddorn bekommen. Rhein. Ülle. Was haben wir da? Und Rio. So.
Na, willst du mich jetzt ärgern hier? Gebe ich mal Stall ein. Oder Myst. Da haben wir bei mysteriöser Fracht haben wir 4. Rätselstall Dämmerung habe ich nur 2. Rätselstall Drache, da habe ich 17. Rätselstall Orion, da habe ich nur 3. Rätselstall Leier, 23. Und Rätselstall Phönix, 15. Größtenteils nur aus dem Events gewonnen. Ah, hier pflanze ich auch mal Pilze an. Ja, vor allem hier bei diesem Event hier habe ich recht die Stelle gewonnen. Da habe ich genau 12 Stück gewonnen. Und hier davon habe ich mir ja 3 Stück erstmal aufgestellt von den Tortuga-Dingern. Ja, Event habe ich eigentlich so schon abgeschlossen. Ich habe noch eine offene Aufgabe, aber die werde ich nicht mehr machen. Weil das Event, ich zeig's euch mal, geht nur noch bis morgen mit 14 Uhr. Ja. Im Großen und Ganzen war das Event für mich sehr interessant. Vor allen Dingen, weil es wieder Party-Tickets gab. 7 an der Zahl. Und wie viele habe ich? Ich zeig's euch mal. Wenn er will. Jo. 3 habe ich schon. Und 7 habe ich gewonnen. Die 3, die bekomme ich jetzt. Also ich bekomme ja auch einmal die Woche durch den hier Party-Tickets. Plus 15.000 Bahama-Rama-EPs. Jo, was noch sonst noch auf meiner Farm war, weiß, kann ich jetzt nicht sagen, aber ach, ich kann wieder ernten. Einmal so, schwups. Okay. Habe ich wieder ein bisschen was bekommen. Tja. Also ich habe jetzt alles so vorgestellt, wie es geht. Ach, hier kann ich schon wieder ernten. Auch ernten. Auch nicht schlecht. Mach ich mal eben. Pack. Hallo. Danke. Und die werden wieder mit Susis Superdünger hier und Turbodünger benetzt. Ja. Hier habe ich halt das so gemacht, dass passend ist, dass ich immer noch genug Ware habe. Ich drehe mal ein bisschen was. Frische Quittenkonfitüre. Nicht schlecht. Was halt drehe ich jetzt? Ein Stall? Ein Blumenstrauß. Oder ein Hochzeitsstrauß. Dann drehe ich jetzt wieder einen Stall. Dann drehe ich was anderes. Blumendraht. Egal. Win and fail. Naja. Fail dies kann ich sagen. Also ich habe mir nichts hiervon gekauft. Von den Superdünger. Nein, meistens gewonnen. Oder durch die Bäume. Halt. Hier kann ich jetzt mal wieder ein bisschen Superfütter produzieren. Ja,
Größtenteils produziere ich das Superfutter mal selbst. Ja. Hä? Nur 6? Ich habe darauf abgedrückt. Hä? Will mich das Ding jetzt verärgern? Ah, ich habe nicht genug Mais. Okay. Hat mich überzeugt. Dann mache ich erstmal kein Superfutter. Ups, da war ich aber. Habe ich aus Versehen woanders hingeklickt. Mein Fehler. Win and fail. Fail. So einen richtigen Fail. Fail. Kann ich nicht finden. Alles super. Win. Dass die Aufgabe komischerweise zu einfach war. Muss ich sagen. Ich habe alles, wie gesagt, erreicht, was ich erreichen wollte. Ja, wie gesagt, also das war's dann eigentlich auch wieder mit Farmarama. Also, bis zum nächsten Mal. Euer DJ Pauchim bei einem Farmarama-Video.